Ihr braucht nur zu fragen. In der bei Nacht niemand ist. Du bist ja, denn ich verschwinde jetzt. Immerhin kannst du hier Schlösser öffnen. Nö, da müssen wir definitiv Schlösser knacken. Beim ersten Level ab, voll pumpen. Oh, ein Speer. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Also ja, ich versuche ein bisschen zu rollenspielen, wie man merkt. Aber wirklich hardcore werde ich das auch nicht hinkriegen. Also jetzt gerade die Rechtfertigung, warum ich Visioner geholt habe. Also warum ich sie zuerst habe stehen lassen und dann geholt habe. Landwindshaus habe ich ja hier die Aufgabe. Aber dafür hätte ich gerne, dass meine Gruppe vollständig, so wie ich sie haben möchte. Sonne haben Schmiede. Aber hier oben ist das hier. Ja, da steht Silke. Garix. Chefin sozusagen. Wie wäre es mit etwas Hilfe? Sie ist eine der neuen Gefährten, von der ich überlege, ob ich sie mitnehmen will. Natürlich, was kann ich für euch tun? Eine Darmstandfrau, wer seid und was genau ist euer Problem? Ich würde damit nichts zu tun haben, bleibt wo ihr seid. Sind wir mal etwas skeptisch, nachdem was einem passiert ist, eine Darmstandfrau? Hört mal, ich würde euch liebend gerne eine ausführliche und detaillierte Erklärung geben, was hier vor sich geht, aber... Oh nein, die Zeit ist um! Tay-Magier. Ihr wollt euch vor uns hinter diesen unglückseligen Narren verstecken? Eure Feigheit erweist sich als genauso tödlich wie eure waghalsige Magie. Ihr seid derjenige, der versucht, mich gefangen zu nehmen. Und ich weiß immer noch nicht, was ihr wollt. Also werde ich versuchen, es zu verhindern. Verschwindet, bevor meine neuen Freunde und ich euch aufs Maul hauen. Die ist sehr mutig. Ihr da, tretet zur Seite und überlasst mir das Mädchen. Ihr wollt euer Leben doch nicht etwa für eine Fremde riskieren. Augenscheinlich gehört sie nun zu mir. Was könnt ihr anbieten, um das zu ändern? Meinetwegen nehmt sie. Ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist.
Nehmen wir mal die zwei. Was ich euch anbieten kann? Nun, die kostbarste aller denkbaren Belohnungen. Ihr bleibt am Leben. Mit euch kann man einfach nicht behandeln, ihr könnt sie nicht tragen. Nun, wenn ihr für diese kleine Hasardeurin sterben wollt, so sei es. Hinfort! Aufgeladener Widerling! Ikandor! Wo seid ihr hin? Wir können sie nicht entkommen lassen! Schlachtet sie alle ab! Den Rest klären wir, sobald wir ihn gefunden haben! Okay, Pathemagie. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen! Meine Klinge wird euch zurechtstutzen! Okay, Nera haut einfach mal um. Kalin. Ja, hier. Es tut mir wirklich, 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 wirklich leid, was gerade geschehen ist. Ich wollte euch da nicht reinziehen, aber wenn ich nicht zufällig über euch gestolpert wäre, würden sie jetzt vermutlich bis zu den Ellbogen in meinem Gehirn stecken. Sehr veranschaulicht. Was werdet ihr nun tun? Sie, ich kenne Ikato von Zurich, ihr braucht euch nicht so entschuldigen. Ich habe nicht getan, was jede Ehrbares da so tun würde. Das ist gut und schön, aber wenn solche Gelegenheiten übrig, dass ihr mir sein Ding wollt, vergoldet die Hände. Nehmen wir mal das Da ihr mich freundlicherweise vor diesen zaubernden Häschern gerettet habt, frage ich mich, ob ich eine Weile bei euch bleiben könnte. Das dient sowohl eurem Schutz als auch dem meinen. Ich verspreche euch, dass ich eine gute Magierin bin. Ihr werdet kaum glauben, wie ich einen Feuerball werfen kann. Nehmen wir sie erst. Fantastisch! Lasst mich nur gerade meinen. Ach, egal. Ich bin abmarschbereit. Okay. Wir haben sie in der Gruppe. Ich habe eine halbe Elfin namens Nera vor einer Gruppe roter Magier gerettet, die beabsichtigten, ihre Fähigkeit der unbändigen Magie zu untersuchen. Ihre Zauber sind unvorhersehbar, aber manchmal mächtiger als die andere Magier. Wir haben gut zu hoffen, dass sie mitzunehmen die richtige Entscheidung war. Ja, sie beherrscht magisches Geschoss auf jeden Fall und als gewagte Hitzerei. Dieser Zauber ist der letzte Rettungsanker eines Hasardeurs. Er löst eine plötzliche Flut unbändiger magischer Energie aus, in der Hoffnung, diese Energie zu einem gewünschten Wirkung formen zu können. Dieser Versuch geht in der Regel schief, aber irgendetwas steht im Verlauf des Vorgangs eigentlich immer. Um eine gewagte Hitzerei durchzuführen, genügt es, den Zauber zu wirken und danach von der Liste der bekannten Zauber eine Auswahl zu treffen. Daraufhin wird eine große Menge magischer Energie freigesetzt, die der Hasardeur in die gewünschte Form zu bringen versucht. Die tatsächliche Wirkung des Zaubers wird zufällig durch einen Wurf in der Resultatetabelle der unbändigen Woge, siehe Handbuch, bestimmt. Okay, weil die Energie vom Anwender freigesetzt wird, die Stufe des Anwenders beim Würfelergebnis zugerechnet. Deutet das Resultat auf einen Erfolg hin, ist es dem Anwender gelungen, die magischen Energien im gewünschten Effekt münden zu lassen. Weil das wahrscheinlich hier jedoch ist eine vollkommen unerwartete Wirkung. Das Ergebnis kann für den Anwender vom Vorteil sein, aber genauso gut in einer Katastrophe enden. Dieses Risiko muss man eben eingehen, wenn man nachher als gepackte Hexerei einsetzt. Mhm. Okay, sie hat einen Edelsteinbeutel. Das ist ja schon mal praktisch, dass sie den bei sich trägt. Trägt auch eine Robe des Reisenden. Okay. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Das machen wir bei Yahira im Stufenaufstieg. Stufenerhöhung. 12 Trefferpunkte, ETB. Zusätzlicher Priesterzauber, ja. Mehr lässt sich dazu nicht sagen. Aha. Ich tue mein Bestes.
Worum geht es diesmal? Nee, ihre Stärke ist... Ihre Geschwindigkeit ist auch gut. Streitkolben und Schleuder. Was sagt denn dein ETB dann? 20. Okay. Ich glaube, wenn wir ein paar Stärken gönnen oder so finden, dann geht er an sie erstmal. Schön. Okay. Wie ihr wünscht. Ich bin gehindert, verlangsamt. Ja, wie ihr wünscht. Gut, das ist ein Herrenhaus. Ja, und sie ist ein Hasardeur. Also eigentlich... Wie kann ich... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Magic. Charakter. Ja, Gains Geschäft, da wollte ich eigentlich als nächstes hin. Weil Gain ist einer der Leute, die ich in meine Gruppe aufnehmen wollte. Ihr braucht nur zu fragen. Wir auch jetzt noch auf die Schnelle. Worum ihr braucht nur zu fragen. Seid gegrüßt. Ich bin Kegane. Was kann ich für euch tun? Was ist das überhaupt für ein Laden? Mein Geschäft ist der Geleitschuss. Ich nehme Söldner in Dienste, die für das sichere Geleit der Karawanen auf dem Weg von Am nach Baldur's Tor sorgen. Ich bin momentan auf der Suche nach ein paar fähigen Schwertkämpfern. Ihr sollt von mir einen guten Lohn erhalten. Es sieht danach aus, dass einer unter meinen Schutz stehende Karawane neben Baldur's Tor angelangt ist. Ich muss wissen, was ihr unterwegs zugestoßen ist. Ihr seht mir wie kräftige Krieger aus. Wollt ihr diesen Dienst für mich übernehmen? Sicher, wir brauchen immer mehr Geld. Erzählt weiter. Das ist gut. Ich hatte in letzter Zeit eine Menge Probleme mit Räubern, aber die haben sich immer nur die Waren geschnappt und die Karawane dann ziehen lassen. Die Angehörigen, dieser Passagiere, dieser Karawanen rücken mir ganz schön auf die Pelle. Schließlich war es die Aufgabe meiner Söldner, dafür zu sorgen, dass alle Wohlbehandel in Baldur's Tor ankommen. Normalerweise ist mir sein dämliches Gewissen völlig Schnurz, aber einer der Passagiere war der Sohn von Enter Silberschild. Und in diesem Teil der Welt ist sein Wort Gesetz. Wollt ihr die Sache nun übernehmen oder wollt ihr nicht? Sicher, sobald ihr uns sagt, wie viel ihr uns zahlen wollt. Ich zahle jedem von euch 30 Goldmünzen und ihr bekommt einen Teil der Beute, falls keiner mehr am Leben ist, der Anspruch darauf hätte. Ja, hört sich gut an. Ich freue mich, dass ihr die Klugheit besitzt, eine gute Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen. Einer meiner Untergebenen wird sich in meiner Abwesenheit um die Geschäfte kümmern. Ziehen wir also los. Ja, tschüss, Khalid. Ja. Tschüss, Khalid. Bleib ganz ruhig, Liebes. Wir müssen das ganz vorsichtig angehen. Ich habe mich mit Kegane verbündet, einem Zwerg, der auf der Suche nach einem verschwundenen Mitglied der Edelleute ist. Es handelt sich um den Sohn von Enter Silberschild, weshalb er wirklich großen Wert darauf legt, das Kind zu finden. Na gut, ich bezweifle zwar, dass Grün es gern sehen würde, dass ich euch verlasse, aber ich kann eure Gesellschaft nicht aufzwingen. Die Entscheidung liegt bei euch. Komm ja hier, wir sollten besser gehen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Jetzt haben wir Kegane in unserer Gruppe, der ziemlich krass ist eigentlich, weil der eine Konstitution von 20 hat. Das heißt, der regeneriert von selber Punkte. Ist auch ziemlich gut gepanzert und alles. Ja.
Sollten wir also mit klarkommen. Jetzt ist es aber mal wieder an der Zeit zu speichern. Das wäre jetzt, ja, Let's Play 002. Let's Play 002. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.